In einem Spiel, in dem es unendlich viel zu entdecken gibt, haben sich ein paar Helden zusammengeschlossen, um gemeinsam Abenteuer zu erleben. Seit 2021 wird am SKU-Addon gearbeitet, einem Programm, das die visuellen Informationen und Anzeigen in Ton verpackt. World of Warcraft ist mit dem Skull-Addon zu einem Audio-Game geworden. Außerdem haben wir die Steuerung so angepasst, dass keine Maus mehr nötig ist. Feiertag-Event ist aktiv. Ich bin blind und kann im Spiel Rüstungen bauen, Kräuter sammeln, Quests erledigen, meine Bank managen, im Auktionshaus handeln und Post verschicken. Eigentlich kann ich alles tun. Naja, bin ja auch Magier. Ich bin ein voll erblindeter World of Warcraft-Spieler und begeistert, dass ich mit meinem Schattenpriester sogar wieder raiden gehen kann. Eine Community, die inzwischen schon sehr international geworden ist. Alright, welcome back to the channel. I'm Blind Ohio Gamer. And this is gonna be a quick video talking about World of Warcraft and the SKU add-on. Zovem se Robi i igram Huntera uz pomoć skill add-on. And we shall enter the world. Blinde navigieren in der Welt über Wegpunkte, die von sehenden Spielern gesetzt wurden. Ich bin Mac, ich zeichne die Routen für das Squadron. Hi, ich bin Ninja und ich bin ein Flügel. Wir haben die Gilde Flügel an Flügel gegründet, um eine echte inklusive Community zu bilden, in der Sehende und Blinde ganz selbstverständlich miteinander spielen können. Als sehender Flügel zeige ich blinden Helden den Weg in Dungeons und Raids. Und dann, wenn es nötig ist, weil vom Spiel selbst keine Audioinformationen bereitstehen. Arschstuhl ist da! Bei Flügel an Flügel auf dem Server Lakeshire raiden wir genauso wie andere Gilden auch. Und unsere Raids laufen auch genauso wie andere Raids. Als wenn du das erste Mal machst. Solltest du blind sein und dich für World of Warcraft interessieren, dann komm gerne zu uns auf den Discord-Server. Alle nötigen Links findest du in der Beschreibung. Du kannst auch mitmachen.